Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute eine witzige Frage, eine gute Frage, eine Frage, über die wir sprechen können. Guten Tag, Herr Kammerer. Hoffentlich geht es Ihnen und Ihrer Familie gut. Wir haben die Modern Koi Home Entertainment Blogs sehr gut gefallen. Wir haben uns in der Koi Lounge Zürich bei dem Meet und Greet unterhalten. Da Corona ja viele unsere Pläne schon kaputt gemacht hat, wollte ich fragen, ob Sie die Schweiz-Tour im Sommer mit Makoto noch machen. Also derzeit nicht, weil Makoto kann ja gar nicht nach Europa reisen. Hier unten ist fast alles schon wieder normal. Wir bauen gerade das Fundament für den Genesis-Filter und sind auch schon fast fertig. Den Koi geht es soweit gut und den Jumbo Tosai Karashi, den ich gekauft habe, entwickelt sich prächtig. Mein Ginrincha Koi war, als ich ihn mit Nihon gefüttert habe, hell. Und jetzt habe ich für kurze Zeit auf ein anderes Futter gewechselt. Da wurde er wieder dunkel. Woran liegt das? Jetzt füttere ich Körperform und Kondition. Soll ich das mit der Farbe und Wachstum mischen? Viele Grüße aus dem sonnigen Tessin, Moritz. Ja, lieber Moritz, ich erinnere mich an dich. Du warst mit deiner Mutter da. Die hat dann deine Schwester noch irgendwie zum Reiten gefahren. Und dann haben wir uns lange unterhalten. Keine Ahnung, ob es mit dem Futter zu tun hat oder nicht. Ich persönlich habe aber den Verdacht, es hat nichts mit dem Futter zu tun. Es haben sich zwei Dinge gleichzeitig geändert. Ja. Chagoi werden häufig im Sommer heller, im Winter sind sie etwas dunkler und so kann sich das immer wieder wechseln. Also ich könnte mir vorstellen, das hat mit dem Wetter zu tun oder mit anderen Parametern oder der Wassertemperatur. Die Wassertemperatur kann auch einen großen Einfluss darauf haben. Das sind eigentlich die Dinge, die einen stärkeren Farbeinfluss haben als jetzt direkt die Fütterung. Zumindest nicht in so verdammt kurzer Zeit. Was du aber hättest machen können, um das jetzt einfach mal als Arbeitstheorie zu untermauern, dass es vielleicht tatsächlich in die richtige Richtung geht, dass du einfach, und das kannst du ja immer noch machen, dass du das Nihon und das andere Futter, was du gefüttert hast, dass du das immer wieder, ich weiß jetzt nicht, wie lange es gedauert hat, bis der Wechsel da war, weil wenn der Wechsel in die eine Richtung funktioniert, dann muss er auch wieder in die andere Richtung funktionieren. Also das ist das, was ich immer mit Reproduzierbarkeit beschreibe. Also viele Leute beobachten irgendwas und bringen das, und das machst du genau in dem Moment auch, und bringen das mit irgendeiner Veränderung, die ungefähr zeitgleich stattgefunden hat, in Zusammenhang. In Wirklichkeit hat es aber in vielen Fällen gar nichts damit zu tun, weil gerade in Teichen, die im Außenbereich sind, es ändert sich ja eigentlich permanent immer alles. Ja? Wenn ich mal im Jahresverlauf sehe, wie unsere Futtermenge sich ändert, wie die Temperatur sich ändert, wie sich der Sauerstoffgehalt ändert, wie sich der pH-Wert verändert, wie sich meine Filteraktivität verändert, wie sich mein Mikrobiom verändert. Es verändert sich permanent einfach alles. Und darum ist es sehr schwierig, da jetzt bei einer Beobachtung einen Punkt herauszupicken, nur weil ich den vielleicht in der Vergangenheit gerade zufällig verändert habe, und den dann dafür verantwortlich zu zeichnen. Also, ich würde an deiner Stelle einfach mal hergehen, und wenn das dann tatsächlich ist, dann schreibst du mal, mit welchen Futtersorten du gearbeitet hast, weil das würde mich, also was die zweite Futtersorte ist, das würde mich dann einfach interessieren. Tu's, und dann würde ich es hier einfach mal nachstellen. Körperform und Kondition kannst du mit Wachstum und Farbe mischen, musst du nicht zwingen. Körperform und Kondition hat etwas mehr Fett, also das ist eigentlich so für die Jahreszeit ab 24 Grad würde ich das geben, und das das Wachstum, Farbe kannst du auch in kühlerem Wasser füttern, du kannst es auch mischen, aber du wirst nicht den Riesenunterschied in der Entwicklung oder dem Wachstum deiner Koi feststellen. Moritz, vielen Dank für deine Frage, und probier's, wechsel das Futter hin und her. Und wenn es daran liegt, dann sollte auch der Koi immer wieder so reagieren. Bis dann.